Hallo liebe Kampfsportfreunde, Fight Promoter TV Staffel 2 heute am Start und ich habe niemand geringeren, also ich würde jetzt mal sagen, die Stimme des Kampfsports sitzt hier, Matthias Preuß. Also Kampfsport ist ein bisschen übertrieben, okay. Boxen oder Thai-Boxen, Kickboxen, aber MMA nicht. Ja, MMA haben wir uns auch schon mal unterhalten gehabt. Natürlich hast du das Fachwissen am Start, aber wir wissen ja beide, dass wenn wir beispielsweise das kommentieren müssten, diese Skills, die man da haben muss, die sind ja unendlich, oder? Ja, vor allen Dingen der Bodenkampf und dann da ist ja Grappling, da ist Ringen, da ist ja alles dabei und da muss man die ganzen Griffe kennen und da muss ich ehrlich sagen, da blicke ich nicht so ganz durch. Also alles, was mit dem Stand abgeht, wäre kein Problem. Das heißt eben genau Kickboxen, K1, da bist du auch zu Hause. Das ist schon langjährig, also ich kann mich gut erinnern. Für mich ist natürlich auch super lustig auch. Ich glaube, vor über 30 Jahren habe ich auch schon die Szene beobachtet, deine Stimme gehört. Jetzt sitzen wir hier, arbeiten auch teilweise zusammen. Ja. Wie lange bist du schon im Geschäft? 33 Jahre jetzt. 33 Jahre. Und du hast mir auch erzählt, du hast ja die Fights vom MGM Grand, glaube der Roy Junior Jones hast Roy du Roy Jones habe ich gemacht, Tyson habe ich ein paar Kämpfe gemacht. Bruce Seldon habe ich aufgeschrieben. Holyfield, Reddick Bowe. Bruce Seldon war gegen Tyson. Und der war lustig, oder, der Kerl? Der war sehr lustig, weil der Bruce Seldon war ein Typ wie so ein griechischer Gott gebaut. Aha. Adonis. Muskel Adonis. Dann sprang der immer zum Warmmachen, sprang der immer aus dem Stand hoch in den Ring und wieder zurück, hoch in den Ring und wieder zurück. Von unten nach oben, oder? Von unten nach oben, ja. Okay. Und dann kam der Einmarsch und da habe ich plötzlich gesehen, wie er ging nach vorne weg und dann das Lächeln auf das gefror ein. Und dann ist er hoch in den Ring und dann kam hinter der Tyson dann angedöbert. Aha. Und dann, glaube ich, drei Schläge war das Thema erledigt. Adonis hat einen Abflug gemacht. Also wir haben ja, du hast ja das auch mitverfolgt. Ich auch die Kämpfe, bin extra auch teilweise in der Nacht aufgestanden. Pünktlich. Pünktlich, ja. Aber der Tyson, wenn der in Form war, der war unschlagbar, oder? Ja, der war also in seiner Anfangsphase, der war halt brutal. Und hat eine unwahrscheinliche Kraft gehabt. Man hat ja 60 cm Halsumfang gehabt. Der hat ja ein unwahrscheinliches Training gemacht. So teil. Da ging ja praktisch der Kopf ging ja über in den Oberkörper. Und der heißt natürlich halt mit. Und alle haben Angst vor ihm gehabt. Und das war halt sein großer Vorteil. Ich weiß noch, der Spinks. Mhm. Der war legendär. War ja auch Weltmeister. Ja. Ging ja in Titelvereinigung. Da saß in seiner Kabine und hat der Tyson mit der Faust die Sperrholzwand durchgeschlagen. Ohne Witz. Da wollte er gar nicht mehr ringen. Das sind so Insider-Geschichten, die man erst erfährt, oder? Ja, die habe ich auch nebenbei erfahren, dann aus inneren Kreisen. Gut unterrichteten Kreisen, genau. Wie, ich weiß, dass du auch jetzt aus Zusammenarbeit, wir sehen uns ja auch sehr oft, du bist extrem akribisch, also du führst so eine Oldschool-Kartei, würde ich jetzt sagen, aber du weißt wirklich eigentlich, was für eine Schuhgröße der Kämpfer oder die Kämpferin hat. Wie kommt das? Naja, ich habe mir das mal aufgebaut vor Jahren. Ich habe jetzt gerade über 2.000, 3.000 Boxer, die immer wieder erweitert werden, wenn neue dazukommen. Ja. Und die alten, die ich im Bestand habe, die werden halt aktualisiert, dann, wenn ich die kommentiere. Also, dann kommt ein neuer Kampfrekord rein. Dann habe ich die ja schon mal getroffen, dann unterhalte ich mich mit denen. Auch was sie beruflich machen, was sie für Hobbys haben, was sie für, ist ja auch interessant. Also interessiert dich auf mich. Teilweise fragst du mich auch an, sagst, hey Stefan, du, ich habe den und den Kämpfer. Was hat denn der als Beruf gelernt? Genau. Das finde ich total spannend. Aber ich finde das auch sehr gut, weil wie könnte man besser was repräsentieren, wenn man auch genau weiß, was diese Person an und für sich, wie sie aufgebaut ist, aufgestellt ist und was für einen Hintergrund das sie hat, oder? Ich habe immer so, ich finde immer gut, wenn ein Boxer auch einen Beruf hat, noch nebenbei. Oder ein eigenes Gym oder sonst, aber dass er sich im Prinzip über Wasser halten kann. In Deutschland verdienen die Boxer ja nicht mehr, sage ich mal, so viel Geld, dass sie sich da alleine finanzieren können. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir schon viele Talente haben in Deutschland. Ja. Aber der richtige Durchbruch stockt ein bisschen, oder? Da stockt es, ja. Wir haben ja, du hast mir das auch erzählt, wie gesagt, wir haben immer super spannende Gespräche, aber das leuchtet auch ein. Ich glaube, vor 10 oder 20 Jahren war das so, dass eher so die Engländer rübergekommen sind, von den Deutschen zu lernen. Und mittlerweile ist es so, dass gewisse Boxer und Boxerinnen nach England gehen, um sich da zu erweitern. Also das Problem ist dass
Eddie Hearns hat ja den Milliardenvertrag mit Matchroom Boxing. Mit The Zone. Ja. So, dann gibt es ESPN. Da fließen auch Riesengelder. Und der Warren. In Deutschland, es gibt keine Fernsehstation mehr, die Boxen überträgt. Mhm. Bild TV fängt jetzt langsam an. Fall 24, aber da fließen natürlich keine Millionenbeträge. Ja. Die ganzen Veranstalter müssen ihre Equipment für die Übertragung, das müssen die alle Werbe bezahlen, die müssen die Hallen zahlen. Da kommt da schon mal eine Riesensumme auf die zu. Allein das, bevor du was starten kannst. Bevor du starten kannst. So, und dann fragt man sich, warum holen die jetzt Boxer als Gegner aus Georgien und aus Bosnien-Herzegowina, wo sie alle herkommen? Busfahrer. Aber teilweise kannst du es nicht anders finanzieren. Aber das ist doch extrem schade, oder? Ja, es kommt aber kein Engländer mehr nach Deutschland. Die haben jede Woche haben die ein geiles Event. Mhm. Da kommt ja zu einer englischen Meisterschaft, kommen ja 10.000 Besucher. Wahnsinn, oder? Und singen und machen und machen Hast Party. Hast du gesehen, bei Fury zum Beispiel waren... Ja, das waren 90.000. Das ist ja nicht mehr erreicht, also eine neue Messlatte gelegt, oder? Das schon, aber ich habe beispielsweise war ich mal drüben, da war in Bethnal Green eine englische Meisterschaft, der hieß Viking Foster. Okay, so, der Wikinger Förster oder was? Genau, Wikinger Förster. Ja, und er hat einen Kampfrekord gehabt, ich glaube 16 Siege, 11 Niederlagen und hat um die englische Meisterschaft gekämpft, kam mit so einem Wikingerhelm und aus so einem Dorf waren 700 Leute mit, mit Wikingerhelm. Also, wünschen sich ein paar, dass da kommen würden, ne? Ja, aber da war schon mal eine Riesenstimmung. Der andere hat auch 700 mitgebracht und der Rest hat sich dann so aufverteilt auf die. Das war eine englische Meisterschaft. Englische Meisterschaft, Wahnsinn, oder? Und in England ist eine englische Meisterschaft was wert. Du wirst erst Area-Meister, dann wirst du englischer Meister, dann britischer Meister, dann Commonwealth-Meister. Ah, okay. Und dann kannst du dich mal um andere Sachen. In Deutschland zählt ja der deutsche Meistertitel gar nichts mehr. Was mega schade ist. Schade, super. Früher musstest du deutscher Meister werden. Der beste Deutsche ist deutscher Meister, oder? Ja. Sozusagen. Aber du hast auch, sag ich mal, früher noch zu Bubi Scholz-Zeiten und früher, da hast du 20 Kämpfe haben müssen, bis du erstmal um die deutsche Meisterschaft gekämpft hast. Was aber gut ist. Ja, aber heute kommen die nach dem dritten Kampf schon dran. Ja, ich finde es teilweise schwierig. Ich sage ja mal, der BDB, da kommen wir auch noch gleich drauf. Aber die ganzen Verbände rundherum, der Grundgedanke ist schon gut, gell? Es geht ums Boxen, es geht um Kampfsport. Aber teilweise vom einseitigen Matchmaking bin ich teilweise sogar im Vorfeld schon enttäuscht, weil ich recherchiere ja auch. Wie siehst du das? Ja, ich habe es ja gerade gesagt, das ist eine Kostenfrage. Man kriegt natürlich einen Boxer aus Bosnien-Herzegowina mit einem relativ schlechten Kampfrekord, kriegst du natürlich, sagen wir, für einen Apfel und ein Ei. Und wenn du das mal hochrechnest bei 10 Kämpfen und noch die ganzen Kosten drumherum, früher, sage ich mal, als es noch der ARD und ZDF-Verträge gab. Das wollte ich dich fragen, genau. Die haben das ja mal kurzfristig wieder aufgenommen. Ja, die haben 30, 40 Millionen im Jahr gezahlt. Aber die haben jetzt auch mal vor kurzem wieder so ein paar Kämpfe aufgenommen. Das endet aber leider in einer, du bist ja auch, glaube ich, schon in Schlägereien dabei involviert gewesen, wo rundherum um dich nur im Ring geprügelt wurde, oder? Ja. Macht alles kaputt. Alles kaputt. Und ich meine auch jetzt hier der Sturmkampf. Ja. Ja. Also, gegen Sili, ja? Ja, gut, da haben wir jetzt mal einen Investor gehabt, der bereit war, eine Million da reinzustecken. Ne? Ja. So, und dann stellt man dem so eine Veranstaltung hin mit Ohrfeige Pocher, geplant war mit diesen ganzen Rapper-Typen, die eigentlich keiner hören wollte. Dann diese Schwester M oder wie hieß, mit ihren unterirdischen Texten. Oder Schwester Eva, oder keine Ahnung, die frisch aus dem Knast war, glaube ich. Und das Ganze drumherum, ich meine, das war ein kleiner Sargnagel fürs Boxen wieder. Und der zieht sich jetzt natürlich zurück, der Inhalte. Das ist aber schade, oder? Der nächste Senator sogar. Okay. Das sind immer schade, Leute, die eigentlich Geld haben, eine Idee, eine Vision und eigentlich uns aufheben, aber ist es dann... Es geht ja nicht um das Matchmaking, sondern das Showmaking ist dann ein bisschen das Problem, oder? Dass da Leute drin sind, die denken, das wäre cool, zieht unsere Jugend an, aber könnte nach hinten gehen. Das Matchmaking war ja so schlecht nicht. Das stimmt. Also der Chili war ja nun, brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, war ein guter Gegner. Ja. Oder ein sehr guter Gegner. Der Vorkampf Zachenhuber, gell? Zachenhuber. Ja. Der war aber auch, lustigerweise hat der hochgepokert, oder? War auch super.
Und sag ich mal, die Jungen aus dem Sturmstall, die konnten sich auch einigermaßen blicken lassen. Mhm. Also, das war jetzt eigentlich vom Boxerischen her keine schlechte Veranstaltung. Ja. Aber so machen wir es ja kaputt. Ne? Das ist mega schade. Aber man muss ja sowieso im Boxen mal umdenken. Also, wir haben jetzt große Diskussionen wegen der YouTuber. Ja, also die sich auch geprügelt haben bei Universum, glaube ich. Sich aber immer vorher, damit okay. Nachher waren die ganz friedlich. Ja. Ich war ja dabei. Okay. Und die Boxpuristen, die sagen natürlich, ja, was hat das damit mit YouTuber und der ganze Mist da. Mhm. Man muss eins sehen, die haben am Universum TV-Kanal, ihren eigenen Kanal. Mhm. Während der Live-Übertragung schon 700.000 Zuschauer gehabt. Das ist der Wahnsinn. So, da träumt Sport 1 davon, da träumen die Bildzeitung davon, da träumen alle, ja, die momentan. Der Laduet, der eigentlich der Hauptkämpfer gewesen wäre, aha, den haben sie nachher runtergenommen, der hat auch 500.000, wieder dann noch nie gehabt. So, und dann kamen die beiden YouTuber, die hatten dann 700.000. Oh, Wahnsinn. Und am nächsten Tag 10 Millionen Klicks haben sich nochmal die Leute das angeguckt. 10 Millionen Leute haben sich den Kampf nochmal angeguckt. Aber dann heißt das nicht unter uns gesagt, weil wir diskutieren ja immer wieder auch, eigentlich ist Boxen doch sehr angesagt. Oder ist es vielleicht doch, irre ich mich, dass die Plattform eigentlich egal ist? Sie könnten sich auch mit irgendwelchen Kissen im Ring schlagen oder irgendwo und würden dann auch 750.000 Follower haben? Nee, oder wollen die Leute einfach nur auf die Mütze sehen? Ich glaube schon, dass das Boxen nach wie vor eine Zukunft hat. Mhm. Ich meine, das haben wir nicht umsonst 18 Millionen beim Schulz zugeguckt. Ja. Und selbst heimlich gegen wie heißt er? Hier, Raab. Ja. 12 Millionen. Ja, und bei Kekentikian, wir hatten ja damals. Ach, die kleine Nette da, genau, ja. Ja, wir hatten ja damals mit ProSieben Fight Night. Und da war die Kekentikian eine der Hauptkämpferin. Da waren immer 5-6 Millionen Zuschauer, die dazu geguckt haben, oder? Bei ihr, ja. Aber wo sind die Zahlen geblieben? Was ist passiert? Ich verstehe es auch nicht. Wir haben keine Stars, wir haben keine Namen mehr. Wir haben vergessen, auf die Weltmeister aufzubauen. Mhm. Ne? Wir haben noch wirklich ein paar Alte, die in der Weltrangliste rumspringen. Vierer Aslan zum Beispiel, super. Ist ja, mit ja. Über 50 in der Weltrangliste. Der hält die Hand über alle drüber. Muss man sich mal vorstellen. Super. Wahnsinn. Dann haben wir den Jack Hulkai. Ja, ich finde den Jack Kulkai sehr der ein toller, auch, schöner auch Boxer. 36, der würde jetzt noch einen WM-Eliminator machen und dann eventuell einen WM-Kampf. Ja. Aber dann wird es auch langsam Marco Hug zu Ende gehen. Marco Hug ist schon wieder verletzt. Okay. Ob der nochmal kommt, Felix Sturm ist durch. Felix Sturm will er wohl nicht mehr. Mhm. Und, also ich schätze die Kämpfer auch sehr, das muss ich auch wirklich betonen. Wir gucken das ja an. Ich glaube, der Bremer, wenn der Bremer nochmal ein gutes, Angebot kriegen würde, der ist immer noch im Training und fit. Echt? Also ob der nochmal Weltmeister würde, glaube ich auch nicht, weil das Problem ist, dass international, wir hatten ja immer schon, ob das Robinson war oder Marciano, Rocky, genau. Luis, Ali, Frazier, wir hatten ja immer herausragende Boxer. Ja. Aber in der Breite, so wie wir sie heute haben, das haben wir noch nie gehabt. Im Schwergewicht mit Usyk und Fury, zwei überragende. Der eine ist der Showman, der halt noch, nee, geil boxt. Und der andere ist halt der Supertechniker. Im Kruisergewicht der Bridis. Dann im Halbschwergewicht Beterbiev. Das sind super Namen. Ich bin Fan von Ruiz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn einfach, da gegen den AJ hat mal gezeigt, dass einfach auch nicht schönes Boxen oder so rabiates Boxen oder lange Amateurkarriere, die er auch hat, wirklich so ein schöner Boxer oder der wirklich athletisch auch wirklich auf höchstem Niveau ist, dass er den Totalos auch Konzept bringen kann, oder? Ruiz. Ja. Junior. Ja. Oder? Aber oder wie siehst du das? Ja, er ist halt so oft in der Dönerbude, sag ich mal. Also er hat viele Tacos gegessen, auf jeden Fall. Ich habe den Bericht gesehen nachher. Also der zweite Kampf hat mich extrem enttäuscht, obwohl er auch über die Runde gegangen ist, muss man wieder sagen. Also ich finde das auch sehr wichtig. Aber dass der irgendwie 20 Kilo zugelegt hat, da war ich wieder, das Kämpferherz blutet, wenn ich sehe, dass er sowas Tolles geschafft hat. Dann kann man ja von mir aus einen Monat feiern, einschließen, Tacos, Burger, weiß nicht was. Dann kommst du wieder raus und dann weißt du, es gibt einen Rückkampf und dann musst du doch noch besser kommen, oder nicht? Ja, das ist das Problem. Bei dem Kampf war,
Ja. Der Joshua war gewarnt. Der, von, das der, klingeln von den könnte. Harten Schlägen, da könnte, ja. Also, können wieder K.O. gehen. Also der war halt vorsichtig geboxt und der andere war vollgefressen und konnte nicht. Ja. So war das. Und dann kommt halt da so ein lahmes Geheirat zustande. Ne? Also das war. Das ist schade, aber dann ja. Gehen wir wieder zurück in die beispielsweise Tyson, da hat Don King ja ihn auch verwöhnt mit allem, was nicht unbedingt förderlich war, ne? Ja, hat man auch, und hat man auch glaube ich, den einen oder anderen Betrag gebracht. Ne? Das denke ich. Ich meine, das war damals, als der Castro Amato gestorben war, das war ja die Bezugsperson von Tyson. Ja, das war der ihn eigentlich aus der Gosse und, geholt hat ein bisschen, ne? Und der hat ihn ja praktisch aus dem Ghetto rausgeholt und hat, war ja seine Vaterfigur. Ja. Und da brachte er eine Welt zusammen. Und dann hat sich da zwar noch, hat er sich dann noch da in seinen jungen Jahren natürlich noch also zum absoluten Weltstar gemausert, aber... Ja. Er war halt immer eine schillernde Figur und darum ist er heute auch noch interessant. Absolut. Ich glaube, dass mich interessiert bei dem Comeback von De La Hoya, interessiert mich überhaupt nicht. Der will ja wieder zurückkommen, ne? Der will ja wieder zurückkommen, ja. Macht er das auch? Also aber ich meine, der war ein Superstar auch in seiner Zeit. Also, ja, ich schätze den auch. Er war ein Superstar, ja klar. Der ja. War richtig, also aber der lebte von seiner Schnelligkeit, von seiner Beweglichkeit, von seiner... Und das hat er heute nicht mehr. Das ist, aber gut, Canelo finde ich ist für mich auch wahnsinnig guter Boxer. Also ich hätte mir den Kampf zwischen Mayweather und ihm eigentlich noch mal viel später gewünscht, weil dann wäre Canelo vielleicht bereit gewesen. Mayweather hat schon extremen Boxstil, oder? Mayweather schon, aber der Canelo, der springt ja, das ist ja kein Weltmeister vor dem gefeit. Ne, also jetzt kämpft er ja um die Halbschwergewichtsweltmeisterschaft. Vier Gewichtsklassen hat er ja, jetzt gemacht, jetzt, ne? Jetzt kämpft er um die Halbschwergewichtsweltmeisterschaft. Ja. Ne, gegen den Bivol. So, wenn er das Ding gewinnt, dann will er ja Cruisergewichtsweltmeister werden. Ja. Da hat er sich auch schon einer ausgeguckt. Dann steht der Golovkin-Kampf, also Mittelgewicht. Triple G? Also das ist also wie eigentlich, er ist wie ein Ancelotti, der hier in jeder Liga in Europa ja, gewonnen hat. Genau. Kann man den so, guter Vergleich, oder? So ist es, ja. Und also von dem ist kein Weltmeister sicher, ne? Aber der ist auch hervor. Also ich gucke das auch so gerne an. Nochmal schnell zu den deutschen Boxern oder Boxerinnen auch zurückzukommen. Die werden teilweise so, wenn ein Angebot aus Amerika kommt, sind wir ja mittlerweile leider Aufbaugegner. Ne? Und dann siehst du aber so einen Plant, der gegen Feigenbutz, gut, kann sein, dass der Feigenbutz verletzt war, aber dann verliert, der Plant ist ja schon ein richtig gutes Niveau und dann nimmst du einen Canelo oder jemand anders. Das ist dann gerade wieder, ja, also ist ja Wahnsinn, also die Unterschiede sind enorm. Also man kann ja mal durchgehen. Feigenbutz gegen Plant, vorzeitig verloren. Kölling, Beterbiev, vorzeitig verloren. Schwarz Fury auch. Beterbiev, so. Deines, vorzeitig ja. Verloren. Mann gegen Britis, der hat mich in die Puschen gekommen, in der dritten Runde schon verloren. Okay, und schade. Und so zieht sich das, der Formella ist zwar immer über die Runden gegangen in Amerika, Hut ab, ja. Aber das ist ja auch nicht, jetzt sage ich mal, der Sinn des Boxens, immer nur über die Runden zu kommen. Man muss ja auch mal versuchen, du musst doch siegen ein paar Runden zu gewinnen. Ja, eben. Ich finde, das ist der Ansporn eines jeden Kampfsportlers, sage ich es mal. Die Ambition, ich gehe rein und ich möchte den Kampf gewinnen. Aber was ist denn mit uns? Jetzt mal, um dann bei den Deutschen zu bleiben. Also wir haben ja Abbas Barahu, für mich vielleicht das größte Talent, der auch das Zeug hat, mal nach oben zu schießen, ob er Weltmeister wird, ist die andere Frage, aber zumindest mal internationale Spitze. Dann haben wir den Radovan, der jetzt da hochgehandelt wird, den Volchicki, der Nummer 3 ist in der Weltrangliste. Wir haben den Bun. Ah, Leon Bun, ja. So, das sind alle bei Waffermann. Ja. So, Waffermann hat jetzt eine Veranstaltung in Köln, die wurde dreimal verschoben. Vom 16. auf den 21. auf den 7. Also es kann sein, ganz kurz zu sagen, dass wir die Sendung danach ausstrahlen werden. Wir sagen es aber einfach so aktuell, wie wir es gerade genau. Spüren. Aber das jetzt geht es nicht. Es geht mir nur darum, ja. Das sind 3 Wochen Unterschied. Wie soll sich ein Boxer vorbereiten? Ja. Ne? Ja. Also es ist ein Unterschied, ob ich am 21. boxe oder am 7. boxe. Nee, ist gar kein Unterschied. Das ist ja keine so, Ahnung. Also du musst das macht ja keinen Sinn, oder? Nee, du musst dich ja mal irgendwo auch geistig vorbereiten können. Ne? Und dann
müsste halt, gut, der Bund, Abbas Baro, der trainiert ist in England. Ja, genau, der ist da ausgewandert. Aber alle anderen, wenn ich hier lese, die guten ukrainischen Boxer, die Russen, die sind alle in Amerika drüben. Mhm. Die wissen wieso, oder? Bitte? Die wissen wieso. Na ja, klar, du hast natürlich Sparringspartner ohne Ende. Ja. Und du machst dir dann in Amerika natürlich auch einen Namen. Und dann kommst du ans große Geld. Mhm. Sag ich mal ganz ehrlich, warum sollte jetzt Alvarez gegen Radovan boxen? Ja. Den kennt in Amerika kein Mensch. Und da geht es ja um Pay-Per-View und da geht's ja, geht es ja um richtig Geld. Schlussendlich ums Business. Also ne? Müssen die aufgebaut werden. Und das fehlt in Deutschland. Wir haben viele gute Talente, auch wenn ich jetzt ich bin jetzt in Kaiserslautern, mhm. Wir beide waren in Karlsruhe. Ja. Beispielsweise dieser Buhan Tahiri ist für mich ein Riesentalent. Die Leon Bauer haben wir, der eventuell wieder zurückkommen, hat er mir gesagt. Ich habe ihn auch getroffen. Ja, sein Comeback da. Aber der ist ein guter Kerl, nur ein guter Junge, ne? Ja, also wir haben schon einige, die wir aufbauen könnten. Mhm. Aber die müssen halt auch entsprechend gefördert werden und auch mit entsprechenden Gegnern natürlich ausgestattet. Weil absolut. Sonst hast du halt immer den K.O. in der dritten Runde und da bringt keinen was. Ich finde es auch, also ich teilweise jetzt auch, weil ich jetzt selber immer noch boxe auch, am Sparring eher, noch keine Wettkämpfe. Aber so das bricht mir das Herz, wenn ich dann einfach den einen Gegner sehe, der jetzt gegen den Titel kämpft, dann sehe ich den Gegner, von ihm denke ich, sorry, aber den könnte ich auch vielleicht umhauen. Ja, vielleicht, sage ich. Ja? Der letzte Falkenputzkampf. Ne? Da, ja. Ist ja, da hat der Gegner schon vom Luftzug des Schlages, der nicht getroffen hat, Nasenbluten gekriegt. Weißt du? Und, aber wir wollen das nicht nein, schlecht machen. Nein, es geht ja um Exercise. Ja? Falkenputz war verletzt und die wollten halt, die haben den nur reingeschickt, um zu gucken, ob die Hand wieder hält. Okay. Er hat gehalten. Ja. Also hat es im Prinzip Falkenputz nichts davon gehabt und der K.O. gegangen ist schon gar nichts. Also gut, man hat es geguckt, ob die Faust gehalten hat. Wie siehst du das mit den Verbänden jetzt so BDB, mit der Problematik, die sie jetzt aktuell hatten, mit diesen Entscheidungen? Ich nehme jetzt das Wort Fehlentscheidung nicht in Wort, sondern einfach die Entscheidung, wie gepunktet wird. Ich meine, schlussendlich, du brauchst jetzt keine Ausbildung zu haben, wenn du 33 Jahre im Business bist, aber du weißt ungefähr, wie es steht. Punkt ist ja innerlich auch mit, mache ich ja eigentlich auch sehr lange, dass ich ungefähr weiß, okay, wir stehen jetzt so und dann interessiert mich auch das Ergebnis. Wie siehst du das mit diesen ganzen Vorwürfen, die jetzt gerade passieren mit dem Verband? Es ist immer eine schwierige Sache. Also ich glaube schon, je nachdem, wo du sitzt als Punktrichter, kommt dir ein Schlag, der auf die Deckung geht. Das sieht aus der Perspektive so aus, ob sie getroffen hat oder umgekehrt nicht. Und entsprechend punkten die auch. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass vorsätzlich da betrogen wird. Das glaube ich auch nicht. Also das sind Vorwürfe, die sind haltlos. Es gibt mit Sicherheit gute Punktrichter und es gibt schlechte Punktrichter. Ja. Es gibt gute Ärzte und schlechte Ärzte und es gibt gute Priester und schlechte Priester. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Gute Autos, schlechte Autos. Ja. So. Also das ist, und da gibt es natürlich schon ein paar, die haben unglückliche Entscheidungen getroffen. Ja. Aber ich meine, beim Sturm, wenn man den Kampf jetzt gesehen hat, muss ich mir mal vorstellen, also gut, der Unentschieden gewertet war ein ausländischer. Ja, das war 114, glaube ich. 114. Ich dachte, was ist das denn? So. Blind oder was? Und dann hat der Deutsche hat dann mit 113, glaube ich. Genau. Ja. Zwei Punkte, aber das muss man sich mal vorstellen. Wenn der jetzt auch noch was alle gefordert wurde von Barabas, dass der den noch wegen Kopfstoß verwarnt, ja. Dann wird der Kampf unentschieden ausgegangen. Unglaublich, oder? Und minus ein Punktabzug, ja. Nämlich, genau. Also das ist schon. Das ist aber dann ich finde es so schwierig, also fürs Publikum. Dass die dann so ein Gefühl entwickeln von, ey, ist ja eh alles geschoben. Du weißt, wie diese Gossip-Geschichten sind, es passiert schneller, gut, bad promotion, good promotion, keine Ahnung. Aber es gab es immer schon, denk an Schulz gegen Foreman, ja. An, was war das, Sturm de la Hoya. Der Hoya, ja, ich weiß. Ja, das war, hat mir das erzählt, dass die haben den eigentlich geholt, weil sie dachten, ja, wir machen dann eh das andere Event. Und für das andere Event, wo der La Hoya dann, haben sie schon die Karten verkauft, oder?
Ja, der wollte gegen Sepp Judah. Ja. Deswegen war er schon, glaube ich, es war Sepp Judah. Also, ja. So, auf alle Fälle war der Kampf schon gebonkt und, okay. und dann durfte er nicht gewinnen. Genau wie Oktay Urkal. Den haben wir auch beim ersten WM-Kampf davor geführt. Ja. Gegen Chu. Das war damals eigentlich unvorstellbar, dass der eine Chance gegen hat. Hat er super okay. gemacht. Und die Urteile gab es halt immer schon. Ja. Na, mein Gott, ist halt schwierig, weil man sollte sich damit nicht mit abfinden. Aha. Aber jetzt, wenn man jetzt auf böse Krasniqi geht. Ja, genau. Da war natürlich, ich verstehe den Krasniqi, dass er da echt stocksauer ist. Ja. Was er jetzt alles noch veranstaltet mit Nachpunkten und was, ja. Vom anderen Verband. Also, da hat Thomas plötzlich auch schon drüber geäußert. Ich glaube, das bringt ihm nichts. Also, er ist mittlerweile abgerutscht auf Nummer 15 in der Weltrangliste und hat keinen Kampf in Aussicht. Und, ich mag ihn aber trotzdem sehr. Ich mag auch seinen Stil. Klar, er ist extrem angefressen. Und er ist ein total netter Kerl. Also, absolut, ja. Wirklich, ich mag den auch wirklich. Ja. Ich hatte ihn auch vorne, ehrlich gesagt. Aber das war so eine klappe Kiste. Okay. Und da muss man halt auch mit leben. Und da muss man einfach sagen, okay, mach mal einen Rückkampf oder sonst irgendwas. Ja, würde auch, wie soll ich sagen, aus dem kaufmännischen Sinn oder verkaufsstrategisch würde das eventuell auch die Hallen füllen. Und ich denke mir, das Geld, das investiert wird für irgendwelche, wie soll ich sagen, Investitionen, dass man das Geld eher nutzt für eine Promo, eine richtige, oder? Das wäre doch eigentlich besser, weil dann kann man doch eine halbe Million, eine Million reinbuttern und dann aber ein Spektakel machen, zum Beispiel wie Wilder Fury Part 3, zum Beispiel sowas, oder? Ja, und jetzt haben wir dafür Ramirez gegen Bösel. Aber der Ramirez habe ich gehört, also weiß nicht so, keine Ahnung. Ramirez hat noch keinen Kampf verloren. Hä? Der hat den Abraham vorgeführt nach Strich und Faden, 12 Runden. Ah, okay. Und da hat nicht eine Runde gewonnen. Der hat, ich glaube 44 Kämpfe, alle gewonnen. Okay. Und das wird eine Herkulesaufgabe. Also wenn der Bösel das gewinnt, dann... Ah ja, okay. Also dann kann ich mich ja aber ich befürchte mal, das geht eben so wie den anderen Deutschen auch im Ausland. Okay, ja, wir werden sehen, was passiert. Außenseiter ist auf alle Fälle, aber würde sie mir gönnen. Okay. Ja, wir werden sehen. Das Lustige ist, abschließend noch, Matthias Breu ist die einzige Person im Kampfsport hier in Deutschland, mit dem ich Schweizerdeutsch sprechen kann. Der versteht mich nämlich einwandfrei. Also wenn wir irgendwann plötzlich so am Ring komisch anfangen zu quatschen, dann ist es Dialekt, oder? Ja, und ich darf jetzt ja auch in die Schweiz mal kommentieren, ne? Ja, genau. Also, da kommst du ja gern mit dem Stefan Angern, unsere Ikone. Ja, genau. Das macht total Spaß. Lustig, ich denke mir, dass wir uns auch so austauschen und diese Parallelen immer, es ist wie ein Familientreffen eigentlich immer, oder? Ja, und ich muss sagen, also, in der Schweiz tut sich was im Boxen. Also es war ja mal eine Zeit lang... Flaute? Kam außer Angern gar nichts. Ne? Ja. Und vorher mal so vereinzelt was. Aber jetzt, läuft langsam jetzt wieder, ist okay? So auf einer breiteren Front erstmal, dass die Leute da auch gute Leistungen zeigen. Und sie buchen sogar mich als Sprecher, weil im Ausland bin ich viel mehr unterwegs, in der Schweiz sind sie leider untreu. Ich weiß auch nicht wieso. Naja, wer weiß das schon wieso, vielleicht spreche ich ihn so gut Hochdeutsch. Könnte ja sein, ne? Aber auf jeden Fall war es mir eine große Freude, Matthias Breus hier am Start zu haben. Und ich muss jetzt noch eins sagen. Sag mir. Ich muss noch eins sagen. Der Stuhl hat gehalten. Ja. Und er hat nämlich, ich sage das deshalb, weil er hat hinten zwei Ersatzstühle stehen, falls der Stuhl die nicht aushält, weil der nur bis 120 Kilo geeicht ist. Ja, ich habe halt gefragt. Ich meine, Vorsicht, ich weiß, bei dir lebe ich gefährlich, aber... Aber ich sorge mich auch um dich. Alles gut gelaufen. Also es ist wirklich so, wir haben uns ja auch immer gern, wenn wir uns sehen. Also, und die Sprüche sind durchgehend. Ich kann es gar nicht, darf dabei teilweise gar nicht zuhören. Aber ja, ich bin froh drum. Ich habe auch wirklich die ganze Zeit immer ein bisschen so geguckt. Nee, super. Schön, dass du da warst. Wir verabschieden uns. Fight Promoter TV Staffel 2. Matthias Breus hier am Start. Die Stimme des Kampfsports sozusagen. Und haut rein. Ja. Haut rein, Freunde.